Meine Damen und Herren, Sie befinden sich hier in der Wirkstätte des Wirkungskreises Heimat auf Knopfdruck. Was ist jetzt Heimat auf Knopfdruck? Naja, schon schwer Heimat zu beschreiben, oder? Aber, naja, ich habe hier sozusagen einen Empfänger dabei, sozusagen einen Heimatempfänger. Und hier gibt es verschiedene Sender, um sich sozusagen seine eigene Heimat zusammen zu basteln. In meiner Heimat schreibt man nämlich basteln mit P, basteln. Also werden wir hier mal einen Versuch starten, um die Heimat durch Knopfdruck zu entdecken. Thank you.
Heimat auf Knopfdruck. Man sieht, hier ist viel Heimat beheimatet. Wissenschaftlich gesehen bewegt sich dieses Instrument ja in Grenzgebieten immer schon und hat auch viel Heimat definiert. Wie zum Beispiel Sie jetzt vielleicht heraushören konnten, wie Sie zum Beispiel dazwischen ich würde mal sagen, wir belassen diese Lehrstunde, die eigentlich keine sein sollte. Und sehen uns vielleicht bei der Premiere am Winterfest am 29.12., wo es um Heimat geht. Wo unter anderem auch Persönlichkeiten aus der Salzburger und österreichischen Kulturszene sich auf die Bühne dazugesellen werden und ihre Heimat dem Publikum nahebringen werden. Viele gereiste Musiker, Theaterleute aus verschiedenen Ländern. Ein kunterbunter Heimatabend, könnte man fast sagen, wenn man diesen Begriff, der in den 50er Jahren ja sehr populär war, um Touristen zu amüsieren und ihnen zu zeigen, welche Kultur wir in Österreich haben, wenn man diesen Begriff nicht zu verwenden möchte, dann würde ich mal sagen, ist ein Heimat auf Knopfdruckabend mit sehr amüsanten Gästen. Vielleicht sehen wir uns am 29.12.2014 im Tanzballett, im Spiegelzelt, am Winterfest. Ich würde mich freuen. Dann vielleicht.